Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns in die Tiefen von Ashina fallen lassen, wo wir ja ein weiteres Stück finden können, den Duft der Urquelle finden können. Hier liegt ein toter Hund, oder? Nee, ist eine Ziege. Den Duft der Urquelle finden können, den wir ja für die Aufhebung der Unsterblichkeit für Kuro benötigen. Und da haben wir uns beim letzten Mal hier bis hierher schon vorgeschlagen, hier in dieses Giftgebiet, wo wir ein weiteres der Schlangenaugen besiegt haben. Und ich hatte ja schon angesprochen, dass das Gebiet ein bisschen ramponiert aussieht und das hat auch seinen Grund. Und jetzt können wir hier aber erstmal weiter und vielleicht auch herausfinden, was der Grund dahinter ist. So, ich glaube, hier kann man sich hochziehen, da gehen wir gleich hin, aber da unten sehen wir auf jeden Fall eine Menge Blut. Wer oder was hat euch das angetan? Großer Affe! Oh, nicht schon wieder. Mein Hals! Mein Hals! Ja, der ist jetzt tot. Schon wieder ein Affe. Ich komme mit diesen Affen irgendwie langsam. Also langsam werden die Affen mir echt zuwider, das muss ich ja mal sagen. So, aber wir können erstmal noch da hoch, denn da gibt es noch einen kleinen versteckten Gang. Und in dem versteckten Gang, Achtung, gibt es gleich noch einen versteckten Gang. Der ist ganz fies, weil man sich hier automatisch duckt und gar nicht zur Seite guckt. Der ist echt gar nicht so. Den übersieht man recht schnell. Den habe ich beim ersten Mal auch übersehen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Weil dadurch, dass man sich duckt, guckt man eigentlich nicht mehr hoch, weil man denkt, hey, man muss sich ja ducken. Und dann kommt man nämlich hier zu diesen Items. Da finden wir einmal gelbes Schießpulver. Aber vor allem finden wir da oben noch eine Gebetsperle, womit wir jetzt zwei haben. So, ansonsten gab es hier oben, glaube ich, nichts weiter. Und dann können wir mal gucken, was es mit diesem großen Affen auf sich hat. So langsam gehen mir die Affen ja mega auf den Sack, sag ich mal. Ich meine, früher waren es immer Hunde bei From Software spielen, jetzt sind es inzwischen Affen. Ach, guck mal. Ja, ich glaube aber nicht, dass das der Affe ist, den er gemeint hat. Aber den kann ich trotzdem mal erledigen. Und zack. Ach. Moment mal. Hier liegt auch, ist das ein toter Affe? Das könnte ein toter Affe sein, oder? Zumindest von der Kopfform her. Ah ja, da ist auch Affenschnaps dabei. Der Affe kommt mir doch mega bekannt vor. Hab ich? Lass mal ganz kurz gucken. Habe ich den geladenen Speer? Na gut. Dann komm mal her, mein Äffchen. Du warst also tatsächlich noch nicht tot. Ja. Aber jetzt habe ich die sterbliche Klinge. Diesmal habe ich die sterbliche Klinge. Das heißt, diesmal wird das ja hoffentlich ein bisschen. Diesmal werde ich dich ja hoffentlich wirklich töten können. Aber im letzten Mal hatten wir natürlich die sterbliche Klinge noch nicht. Dementsprechend war es natürlich klar, dass wir ihn nicht komplett töten können, so im Nachhinein. Ach komm, schon wieder. Dein Schrei macht mir nichts, mein Freund. Äpp. So, ganz ruhig bleiben einfach. Zack. Da hat er mich einfach nicht getroffen. Der trifft einen halt die Hälfte der Zeit gar nicht. Zack, und raus mit dem Scheißvieh. Diesmal hole ich mir das Würmchen, mein Freund. Hep. Ich kenne dein Moveset inzwischen. Das hast du mir damals schon gezeigt. So, ganz vorsichtig bleiben. Zack. Perfekt. Ein, zwei. Ah, Mann, ich bin liegend. Mist, da war ich zu weit weg, sonst hätte ich ihn da wieder umhauen können. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe blöderweise... Ich könnte halt den Schirm dafür verwenden, aber ich bin da zu langsam. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin da ein bisschen zu langsam, das mit dem Wechseln hinzukriegen. Und zack. Sehr gut. Jetzt habe ich dich doch gleich. Au. Perfekt, so, und jetzt mache ich dich fertig. Da brauche ich jetzt nicht mal meinen Dingens. So, das war Nummer 1. Perfekt. So, und diesmal kriegen wir dich auch in Nummer 2. Da hole ich mir dein komisches Vieh in Nummer 2. Dann nehme ich vielleicht mal Kügelchen. Was machst du denn jetzt, Kollege? Ach du Scheiße, wer bist du denn? Ja, jetzt kommen wir nämlich gegen noch einen zweiten Affen. Weg, weg, weg. Der andere Affe springt. Ah. So, den hier müssen wir ein bisschen mit Dingens lahmlegen. Feuerwerkskörper. Shit. Wenn man die Feuerwerkskörper natürlich nicht trifft, dann wird es ein bisschen schwierig.
Verdammt, jetzt hat er wieder seine ganze Dingens zurückgeholt. Oh, ich muss erst den da angreifen. Halt, ich hab's voll verkackt, muss ich gerade ehrlich sagen. Ich treffe den gerade nicht. Shit, nicht richtig getroffen, aber ich habe ihm schon ganz gut Schaden gemacht, dem ollen Affen. Das Schöne ist, ich kann die Blutklinge, die Blutklinge, sag ich schon, die sterbliche Klinge auch einsetzen, wenn ich keine Dingens mehr habe, keine, wie nennt sich's, keine Geistembleme mehr. Die ist dann bloß schwächer. Aber die ist gegen den ganz effektiv. Ich muss halt erst den Kleinen hier besiegen, tatsächlich. Problem ist, der andere Affe ist halt da ein bisschen... Das kann man eigentlich sehr gut mit Feuerwerkskörpern machen. Ich habe es bloß ein bisschen verkackt, leider. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen mehr... Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der Kopflose mich nicht stört halt. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Kopflose genau irgendwie sowas mal macht. Aber... ich muss halt den anderen Affen angreifen, so viel ist klar. Das ist halt wichtig. Ach, komm schon, Junge. Ich treffe den halt nicht. Jetzt sind halt meine Geistembleme. Ich könnte jetzt mal die eine Fähigkeit benutzen. Oder die als eine Item vielleicht. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm, dass ich wieder Geistembleme zurückkriege. Aber das habe ich blöderweise jetzt nicht draufgelegt. Ja, die schaffen es halt gerade, sich... Au! Sich sehr gut zu unterstützen jeweils. Das muss ich ihnen lassen. Ich muss halt, glaube ich, einfach mal angreifen. Scheiß auf die sterbliche Klinge, ganz ehrlich. Wir greifen jetzt an. Jawohl, ich glaub, den mache ich einfach per Angriffe. Ich wollte eigentlich das über seine Haltung tatsächlich erledigen, aber ich glaube, das wird nix. Ach, Mist. Ganz ruhig. Jetzt springt er. Häpp. Perfekt. Au, au, au. Jetzt bin ich zwischen beiden Affen. Au. Das ist nicht so gut. Zwischen beiden Affen zu landen ist halt echt nicht das Beste. Komm schon, ja, wieder ein Treffer, sehr gut. Ja, das habe ich halt leider ein bisschen verkackt. Wenn ich es besser hingekriegt hätte, wäre der erste Affe jetzt schon lange tot. Ja, Mist. So, ich muss versuchen, wenn er hier einen Angriff macht, der ein bisschen Zeit braucht. Ich habe ihn erwischt, oder? Ja, ich habe ihn zumindest mal erwischt, das ist ganz gut. Wie gesagt, ich muss halt seine Lebensenergie runterkriegen. Sehr gut. Wieder ein Treffer. Hier muss man jetzt... Dadurch muss ich jetzt ein bisschen Hit'n'Run machen. Wie gesagt, wenn ich das mit dem Feuerwerkskörper ein bisschen hingekriegt hätte, könnte ich mir diesen Hit'n'Run-Part jetzt ein bisschen sparen. So, mach doch mal den Schrei, Junge. Da hat man dann immer gut Zeit. Ach, Mist. Ah, da macht er... Oh, stimmt, nach dem Sprung macht er jetzt immer diesen Großangriff. Den kann man perfekt nutzen. Wow. Weil das heißt, er braucht Zeit. Da kann ich dann gegen angreifen. Jetzt macht er den Schrei. Perfekt. Wenn der andere Affe jetzt angesprungen kommt. Ach, und dann verkacke ich es natürlich. Oh, nein. Na, super. Jetzt hat das blöde Vieh mich auch noch getötet. Okay, ganz kurz ein bisschen Abstand. Ganz ruhig, Freunde. Das können wir doch in Ruhe klären, oder, ihr blöden Affen? Oh, ich hatte mich so gefreut, als ich den jetzt dachte, dass ich den besiegen kann, so schnell. So, jetzt schreit er. Das Problem ist, der andere bleibt jetzt so ein bisschen hinter ihm. Jetzt sehe ich halt gar nichts mehr. Ich sehe halt nicht, wo der andere Affe jetzt kommt. Das war das Problem. Ich konnte halt den einen Affen noch blocken, aber ich konnte den anderen Affen nicht mehr sehen. Das war das Problem. Aber ich habe zumindest durch die Parries ein bisschen seine Haltung erhöht. Das muss man klar sagen. Jetzt kommt der wieder. Hä? Perfekt. Ich wusste, dass ich einmal zumindest angreifen kann. Der Weiße hat mir die Chance gelassen. Au, den Weißen nicht gesehen. Das ist schon mein letztes Heil-Item, so Mist. Und das war auch noch schlecht gewählt. Vergessen, dass da noch einer kommt bei ihm. Schrei. Oh Mann, wenn ich das richtig hinkriegen würde. Ich habe doch auch noch Kügelchen. Ja, zumindest ein paar. Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr wiederbeleben. Perfekt.
Das war knapp. Den zumindest nochmal abgebärt. Komm schon, ich hab den Braunen gleich. Ich hab den Braunen gleich. Guck mal, der ist schon gar nicht mehr so... So enorm. Komm, angesprungen, Bruder. Oh, shit, wie nah kommt der denn? Das wusste ich gar nicht. Ah, die Klinge ist zu kurz. Ohne verdammte Geist-Embleme ist die Klinge dann doch ein bisschen zu kurz. Ja, hier ist halt einfach wichtig, die richtige Position zu haben. Das Problem ist, dass es sie auf jeden Fall nicht, wie sie momentan steht. Hep, hep. Ja. Wow, das war knapp. Ich habe keine Heil-Items mehr, ne? Zumindest keine mehr, die drauf liegen. Kannst du nicht mal noch einen Angriff machen, der ein bisschen Zeit erfordert, Kollege? Sprung. Jawohl, Sprung. Ja, das habe ich auch nicht gut hingekriegt. Aber ich habe wenigstens einmal getroffen. Puh, das war knapp. Ich habe den Braunen wenigstens einmal wieder getroffen. Das dauert zum Glück überhaupt nicht lang. Ja, hier ist halt der Trick, wie gesagt, wirklich den Braunen möglichst schnell zu besiegen. Und das macht man eigentlich mit den Feuerwerkskörpern. Ah, shit. Ja, das kann ich ja jetzt vielleicht nochmal zeigen, dass man das eigentlich mit den Feuerwerkskörpern macht. Das ist eigentlich der Trick. Hm, vielleicht hebe ich mir noch ein paar... Pass mal auf, ich versuche mal Folgendes. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden mal hier... Ich meine, das könnte super gefährlich sein, das zu tun, aber wir werden mal das Zeremonientanto... Ah, und ich könnte mal den Reis drauflegen als alternatives Heil-Item. Das ist eigentlich gar nicht dumm, weil ich glaube, das muss ich auch sagen, ich glaube, um weiter voranzukommen, müssen wir tatsächlich sogar den Reis essen. Den Reis loswerden. Das heißt, ich werde das mal darauf legen und dann da zusätzlich noch das Zeremonientanto für mehr Geistembleme. Und ich werde den Speer vielleicht erstmal nicht nutzen, sondern ich werde mir die Geistembleme aufheben. Ist vielleicht gar nicht so dumm, weil den Speer brauche ich nicht zwingend, finde ich. Aber die Geistembleme eigentlich schon. So, probieren wir es doch nochmal. Wir können auch einfach hier unten nämlich langkommen. Bloß dann kriegen wir oben den Affenschnaps nicht. So, komm mal her, Kollege. Erste Phase ist gegen den halt recht simpel. So, ich lege hier sogar schon mal den Reis drauf. So, warten einfach nur. Beziehungsweise, was heißt warten? Schön blocken. Parieren eher. Uah, da halt aufpassen. Schön parieren tatsächlich eher. So, der. Zack, und jetzt kommt... Jetzt kommt der nämlich noch dazu. Das hat er früher tatsächlich nicht gemacht, das macht er jetzt. Selbst ohne den Speer können wir hier seine Haltung enorm erhöhen, wie ihr seht. Das funktioniert also alles ganz gut. Ich muss halt bloß es hinkriegen, den verdammten braunen Affen schnell genug zu besiegen. Das ist halt, wie gesagt, der einfache Trick hier. Oh, direkt von oben. Perfekt. Das heißt, ich kann wieder. So, wieder weg. Jetzt kommt, ja, da kommt in der Regel sehr oft der Schrei, wenn man so extrem an ihm dran ist. Ich glaube, wenn man sehr lange an ihm Schaden macht oder so, macht er automatisch den Schrei. Kann auch einfach aus der Position heraus sein. Und wieder der von oben. Und zack, 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 zack. Jetzt kommt wieder der Schrei, genau. Ich weiß nicht, ob es die Position ist oder die Anzahl an Treffern, die man einfach schafft tatsächlich. Aber das ist mir schon mal aufgefallen, dass er das sehr oft dann macht, nach dieser Variante. Was machst du denn? Flupp. Eins, zwei. Kamen da nicht normalerweise noch Angriffe hinterher? Na gut. So, jetzt er. Und zack. Jetzt kommt der von oben wieder. Perfekt. So, und dann sollte das jetzt schon fast durch sein, oder? Jawohl. Das war Nummer 1. Ohne ein einziges Problem. So, und dann jetzt schön schnell den Typen hier. Jetzt schreit er nach seinem Gehilfen. So, hier. Das war... Ah, das hat nicht so gut geklappt, wie das sollte. Da geht die Dingens gerade sehr schön hoch. Sehr gut. Nochmal. Die geht gerade echt gut hoch, das muss man sagen. Hep. Und zack, da. Selbst wenn das ihn nicht direkt angreift, sieht man, dass die Haltung auf jeden Fall hochgeht.
Sehr gut, noch weggesprungen. Das hat aber irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. So, dann gib mal das. Dann kriege ich wieder Dinger zurück. Ja, ich muss ihn, glaube ich, auch unterwegs angreifen, sonst wird das nix. Sonst wird das, glaube ich, nix. So, angegriffen. Wieder den. Jawohl, diesmal habe ich ihn schön umgehauen. Au, au, au. Jetzt hört auf, Freunde. Au, kein Grauen, mein Freund. Oh, ich habe keinen Feuerwerkskörper mehr. Shit. Jawohl, ich hab dich gleich. Ich hab dich doch gleich, Kollege. Was macht der hinter mir? Ich hab keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig. Komm, jawohl. Das war Nummer 1. Und jetzt wird's simpel einfach. Also simpel würde ich es nicht nennen. Aber es wird einfacher. So, kann ich das Tanto nochmal benutzen? Jawohl. So viele Dinger bringen die jetzt auch nicht, muss man ehrlich sagen. Oh, das wäre ein Ding gewesen zum Parieren eigentlich. Aber dann kann ich es jetzt schön schneller machen mit dem komischen Speer tatsächlich. So, komm her, Kollege. Und 1. Und 2. Und da kommt der wieder von oben. Zack, perfekt. Rein das Ding, raus das Ding. Und dann haben wir es gleich. Ja, diesmal hat es doch gleich wesentlich besser geklappt, wenn man halt ein bisschen das Ganze... was? Das hat er noch nie gemacht in der Kombination. Und gleich nochmal? Was ist denn jetzt mit dir kaputt, Kollege? Kein Problem für mich. Mach doch noch einmal den Angriff perfekt von oben. Hep. So, und zack. Und das war's jetzt aber gleich. Na, einmal muss ich noch. Perfekt. So, und jetzt raus mit dem Scheißvieh. So, und diesmal warten wir erstmal ganz kurz ab. Der liegt da nämlich noch, wie wir sehen. Erinnerung kopfloser Affe. Der kopflose Wächteraffe war ein gewaltiger Affe, geplagt von der Macht der Unsterblichkeit. Und wir kriegen eine Gebetsperle und noch eine Gebetsperle. Damit haben wir nämlich jetzt schon 4. Und ja, wie wir sehen, der lebt noch. Der Wurm ist halt beschädigt, aber er ist noch am Leben. Und deswegen ziehen wir jetzt die sterbliche Klinge. Shitwurm, Unsterblichkeit aufgehoben. Tausendfüßler-Wurm halt. Sehr gut, und damit bekommen wir das Verleihungs-Ninjutsu. Diese Ninjutsu-Technik umhüllt eine Klinge mit dem Blut des Opfers und erhöht ihre Reichweite. Verbraucht Geistembleme, wird nach einem Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt. Der Wolf entdeckte diese Technik, als er mit der sterblichen Klinge einen Gegner enthauptete und sich aus dem vergossenen Blut ein verfluchtes Schwert bildete. Dieses sieht der sterblichen Klinge zwar ähnlich, kann aber keine Untoten töten. Sehr, sehr schön. So, und jetzt kann ich ja vielleicht auch ein bisschen Lore zu dem untoten Affen tatsächlich geben. Denn jetzt haben wir ihn tatsächlich nochmal besiegt und wir haben auch ein bisschen was erfahren. Wir können das auch gleich nochmal, wenn wir Angriffskraft verbessern, kriegen wir ja nochmal ein bisschen Informationen. Einst teilte der Wächteraffe seinen Bau mit seiner Gefährtin, doch nur er wurde infiziert und seine Gefährtin starb. Jetzt sind selbst die Blumen auf ihrem Grab zu Staub zerfallen. Ja, und das ist im Prinzip die Geschichte des kopflosen Affen. Das kann man ganz kurz erklären. Der kopflose Affe, beziehungsweise ja, der Affe, der untote Affe, hat sich mit dem ewigen Wasser oder hat vom ewigen Wasser getrunken. Wie er genau ans ewige Wasser kam, wahrscheinlich die Quelle, in der er gelebt hat, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben, die ist tatsächlich irgendwie, nicht verunreinigt mit dem ewigen Wasser, aber ist mit dem ewigen Wasser irgendwie durchsetzt gewesen. Und nur er ist tatsächlich unsterblich geworden. Und ja, seine Gefährtin, die haben wir da oben gesehen. Das waren nämlich die Überreste dieser Knochen, die wir da oben gesehen haben. Und während er tatsächlich weitergelebt hat, ist seine Gefährtin dann irgendwann gestorben. Und wir hatten ja auch gesehen bei der Blume, das war, glaube ich, beim Lotus des Palasts stand da, da ihr Duft Weibchen anlockt, zog der Wächteraffe sie sorgsam auf, um sie seiner Braut darzubieten. Bestandteil des Räuchers, achso, das Rest. Ja, der hat sie quasi aufgezogen, weil er in der Hoffnung, dass er quasi damit seine Braut von den Toten wieder zurückholen kann, quasi
als Hoffnung, dass er auch seine Braut Unsterblichkeit geben kann, aber das funktioniert natürlich nicht. Und er wollte sie wahrscheinlich auf ihrem Grab darbieten, wie wir ja gerade auch gelesen haben. Dort sind ja selbst die Blumen schon verwelkt. Wer der zweite Wächteraffe jetzt ist, ist natürlich die Frage, ob das einfach jetzt eine zweite Frau, ein zweites Weibchen war, ob es ihr Kind war vielleicht sogar, ihr Enkelkind vielleicht sogar, also sein Enkelkind. Ich weiß nicht, ob der Affe jetzt männlich oder weiblich war. Doch, der Affe war männlich. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Könnte beides sein. So, erwerben wir aber noch Körpermerkmale. Denn wir haben 4 Gebetsperlen. Die 6. Gebetskette. Die 1000 Füßler suchen immer einen würdigen Anführer. Sobald sie einen haben, dienen sie ihm treu und ändern dabei manchmal ihre Namen. 1000 Füßler-Anführer sind sogenannte Langarme und schwingen gewaltige Krallen. Ah, das sind diese 1000 Füßler, die wir schon getroffen haben. Girafu und Sen-Un. Scheinbar sind das die Anführer einfach der 1000 Füßler. Interessant. Okay. Wahrscheinlich hängt da ja aber auch dann ein 1000 Füßler mit drin irgendwie. Gehe ich mal stark von aus. So, Fähigkeiten. Ich wollte doch noch im Mönchs, genau, hier bei den Mönchen wollte ich noch was lernen. So, und jetzt will ich noch mal ganz kurz zum inneren Heiligtum. Um zu gucken, ob ich noch mal Reis bekomme, weil dann muss ich es wirklich einfach essen, das Zeug. Das kann dann durchaus sein. Dann muss ich aufpassen, dass ich es esse. Shinobi des göttlichen, ich habe deine Rückkehr. Nimm. Ah, Tatsache. Bitte diesen Reis. Okay, das hatte ich mir nämlich schon gedacht. Danke. Segnet uns mit einer reichen Ernte. Man muss halt das Zeug wirklich aufbrauchen. Ich bin euch dankbar. Natürlich. Reis ist kostbar. Denk daran, ihn ordentlich zu kauen, bevor du ihn herunterschluckst. Okay, danke. Nochmal kriege ich wahrscheinlich nicht. Es tut mir leid, der Reis, du bekommst. Okay. Vielen Dank. So, dann nehmen wir den Reis schon mal mit. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon genug war. Das werden wir wahrscheinlich später klären. So, wir gehen aber auf jeden Fall zurück zu den Tiefen von Ashina und wir können nicht in den Wächteraffenbau. Die Figur des Bildhauers ist erst wieder verfügbar, wenn du sie erneut besucht hast. Okay, noch von mir aus, dann gehen wir halt zum Giftbecken. Interessant. Wir haben den Affen dort doch getötet, aber schön, dass wir jetzt schon die 6. Gebetskette. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ja erst die 5. Gebetskette bekommen, ne? Das geht halt, hier kriegt man halt recht viele Gebetsketten ganz direkt. Oder Gebetsperlen. Hier in dem Gebiet sind halt direkt 4 Gebetsperlen. Ist halt schon ganz schön krass. So, und zack, schwarzes Schießpulver haben die dabei. So, dann nix mehr weiter. Und jetzt mal gucken, warum ich mich da unten nicht habe hin teleportieren können. Ach nee, nicht schon wieder so einer. So ein fucking Shichimen-Krieger. Dann lass mich mal ganz kurz. Natürlich göttliches Konfetti und... Oh, ich habe nur noch 4 göttliches Konfetti. Ich muss mal wieder gucken, dass ich mal wieder was bekomme. Bam. Das brauche ich wahrscheinlich zuerst hier, ne? Komm her, Shichimen-Krieger. Der zweite wahrscheinlich. Das dürfte ja nicht der gleiche sein. Greifst du mich auch an? Ich darf dich ja noch nicht angreifen. In seinem ersten Move macht er ja hier solche seine Angriffe. Da muss man einfach erstmal rennen. Da hat man leider keine andere Wahl. So. Au. Pariert das Ding, pariert das Ding. Ah Mist, jetzt hätte ich ihn schon wieder von da oben runterholen können. Nein, du machst keinen Laserstrahl. Sehr gut. Okay, jetzt wird er unsichtbar. Wenn er so blockt, wird er erstmal unsichtbar. Diesmal habe ich den Laserstrahl sogar pariert. Und zack. Sehr gut, wieder pariert. Haha. Du kannst machen, was du willst, Kollege. Ach Mist. Ich könnte doch eigentlich auch mal auf das Ding hier schalten. Dafür ist es doch da. Dafür habe ich es mir doch geholt. Ach, shit. So, perfekt. Ich will jetzt nicht zu viel von dem Zeug verbrauchen, von dem göttlichen Konfetti tatsächlich. Deswegen dachte ich, ziehe ich das jetzt mal nicht noch drauf, weil der eh schon fast tot ist. Aber es war eine dumme Idee, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt kann ich ja vor allem den nicht da oben runterholen. Zack, zack, zack. Viel dürfte der doch nicht mehr haben. Jetzt müsste ich ihn doch fast besiegt haben. Daneben, mein Freund. Ey, jetzt kann ich ihn ja nicht von da oben runterholen. Das ist nervig, dass man das nur mit dem göttlichen Konfetti tatsächlich kann. Und das war Nummer 1. Hallo! Danke. Das funktionierte beim letzten Mal schon nicht richtig. So, göttliches Konfetti. Wo kommt er her? Hoffentlich reicht's aus. Da. Oh, zack.
Nein, du machst keinen noch einen Laserstrahl. Sehr gut. Damit kann man ihn halt auch unterbrechen. Das ist super. Dass er sich immer so unsichtbar macht, ist voll nervig. Uah, voll nervig. Kommt doch bestimmt hier von hier drüben wieder irgendwo. Zack. Oh, nochmal? Wie oft machst du den? Komm schon, den unterbreche ich aber, dachte ich, nicht. Den unterbreche ich scheinbar nicht. Den unterbreche ich, komm. Jawohl. Ach komm, du bist doch schon fast besiegt, Kollege. Okay, kurz den. Reicht mein göttliches Konfetti noch? Wo ist er da? Perfekt. Und tschüss. Na also, wow, der war anstrengend. Ring des Unzufriedenen, ein alter Ring für zarte Finger, Eisvogel, wurde eingraviert. Damit wird das Flötensignal-Prothesenmodul verbessert. Diesen Ring beim Blasen des Flötensignals zu tragen, erzeugt eine traurige Melodie. Einsamkeit und Schönheit der weinenden Stimme sind vielleicht trübsinnig genug, eine zornige Stimme verstummen zu lassen. Ja, das ist der Ring von dem, von dem Partner des des Orang-Utans. Uhu war ja unser Vater. Des Orang-Utans, denn dieser hatte ja gesagt, dass sein Partner eine ganz besondere, ruhige Melodie machen konnte, mit Hilfe eines ganz bestimmten Rings. Und wir haben ja schon herausgefunden, dass der offensichtlich von dem untoten Affen getötet worden ist und gegessen worden ist, quasi. Und wir haben ja dann aus seinem Finger Flöte gemacht und mit dem Ring können wir die Flöte jetzt verbessern und dann auch den Ton erschaffen, den tatsächlich die Partnerin des Orang-Utans tatsächlich auch erschaffen konnte und können damit, glaube ich, Tiere wieder beruhigen, theoretisch. Das Interessante tatsächlich daran ist, warum wir den gerade hier finden bei diesem Shichimen-Krieger, kann man jetzt ganz groß fragen, warum finden wir den gerade hier bei diesem Shichimen-Krieger? Ganz einfach, wir haben hier den untoten Affen getötet und der hat quasi aus dem Resten des untoten Affen hat der quasi hier diesen Ring gezogen. Das ist quasi die Überreste des untoten Affen. Was ist denn mit dir los? Du siehst aber nicht gut aus. Alles in Ordnung? Ich bin froh, dass du gekommen bist, Shinobi des göttlichen Erben. Was ist los? Es ist nichts Ernstes. Aber viel wichtiger, dein Reis. Wartet, ihr seht nicht gut aus. Ruht euch aus. Ja, ich verstehe. Was kann ich tun? Was? Kann ich euch etwas bringen? In dem Fall möchte ich eine Kaki essen. In Ordnung. Kakis hab ich. Du kommst mich besuchen, Shinobi des göttlichen Erben. Ja, hier, bitte, Kaki. Ich habe eine Kaki gefunden. Du hast mir wirklich eine Kaki gebracht. Esst sie. Ja, danke. So süß und lecker. Gut. Shinobi, öffne deine Hand. Aber... Sei nicht schüchtern. Öffne deine Hand. In Ordnung. Eine reiche Ernte. Für dich. Ja, Reis. Gut, da kann man vielleicht jetzt auch mal was ganz kurz zu sagen, warum die Kaki ihr jetzt geholfen hat. Ich glaube, wir lesen uns gleich nochmal die Beschreibung vielleicht durch, dann könnte es vielleicht helfen. Ich danke dir, Shinobi des göttlichen Erben. Die Ernte ist reichhaltig dank der Kaki, die du mir gegeben hast. Ich bitte dich, dass du auch dem göttlichen Erben des Drachenerbes etwas davon gibst. Verstanden. Kann ich machen. Reis für Kuro. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er sollte ein Geschenk für Kuro sein. Der Reis ist wertvoll. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass es dem göttlichen Erben besser geht. Kuro würde sich sicher darüber freuen. Ja, das denke ich auch. Ja, und vielleicht mal ganz kurz, können wir nochmal reden? Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Ja, wir können ihr noch eine Kaki geben oder die Taro-Kaki, das ist die, die wir von Kotaro bekommen haben, von der ja zu dieser Taro-Truppe quasi gehörte. Das sind ja diese großen Glatzköpfe, diese großen babyartigen Glatzköpfe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon was bringt oder ob wir das ihr vielleicht später geben.
Ich muss mir nochmal sicherheitshalber, ich lese mir nochmal sicherheitshalber durch, ob was auf der Taro-Kaki stand, ansonsten. Es tut mir leid, das habe ich mir gedacht. So, und vielleicht können wir mal ganz kurz ein bisschen über den Reis und die Kakis reden, denn das hatten wir ja schon mal gelesen bei den Kakis. Eine rote reife Kaki ermöglicht bla 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 bla. Ashina-Kaki sind besonders nahrhaft, vielleicht weil die Bäume in so reinem Wasser wachsen. Kaki werden zu Blut, aus Blut wird Reis. Dies kann Menschen helfen, denen es an Blut mangelt. Ja, was wir hier nämlich machen ist, oder den Reis, den sie uns gibt, vollkommen überraschend, ist natürlich nicht einfach nur Reis, sondern das ist ganz besonderer Reis, der aus ihrem Blut und ich glaube noch aus einer anderen Zutat entstanden ist, oder hauptsächlich aus ihrem Blut, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob die andere Zutat da wirklich stimmt, da will ich jetzt nichts vorne wegnehmen, der hauptsächlich aus ihrem Blut gewonnen wird, deswegen heilt der uns nämlich auch, weil das quasi aus dem Blut des Kinds des ewigen Wassers gemacht worden ist, also mit Hilfe quasi des ewigen Wassers, und deswegen heilt er uns auch. Und dieser Reis, der verbraucht eben, oder der nimmt ihr eben dann auch in gewisser Weise einen Teil ihrer Lebenskraft, und die kann man dann wieder herstellen, indem man ihr eine Kaki gibt. So, jetzt wollte ich aber ganz kurz noch die Taro-Kaki angucken. Eine auffällig rote Kaki auf dem Höhepunkt ihrer Reife, die Taro-Kaki, erhöht für begrenzte Blablabla. Die Ashina-Taro-Truppen wachsen mit diesen Früchten auf und kennen alle den besten Zeitpunkt, um sie zu pflücken. Ja, vielleicht gebe ich sie ihr einfach mal. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Mal schauen, ob das hilft. Bitte. Ich habe euch eine Frucht gebracht. Esst sie. Ja, das werde ich. Oh, das ist ja... Was ist los? So wunderbar, süß und lecker. Kakis sind wahrlich rote Kostbarkeiten. Ja, und die anderen Kakis heben wir uns aber vielleicht sicherheitshalber noch auf, falls sie irgendwann nochmal größere Probleme hat. Leb wohl. Shinobi des göttlichen Erben, mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Gut, dann können wir aber mal ganz kurz auf jeden Fall bei Kudo nochmal vorbeischauen und ihm den Reis geben. Einmal zu Kudo. Mal gucken, was er davon hält. Ich denke mal nicht, dass er ihn ablehnen wird, aber mal schauen. War der schon eine Weile gar nicht mehr so richtig bei Kuro, ne? Naja, wir müssen ja erst wieder hin, wenn wir alles gefunden haben. Also, eine Weile ist auch übertrieben. Wo bist du denn, Kuro? Da bist du. Ich hab da was für dich. Wolf, du bist zurück. Das bin ich. Und ich habe etwas für euch, Kurosama. Etwas für mich? Hier. Ist das Reis? Ja, das göttliche Kind vom Senpo-Tempel sagte, ich soll ihn euch geben. Wirklich? Das freut mich. Sieht aus wie guter Reis. Jedes Korn glitzert. Er ist süß, wenn man hineinbeißt. Beißt? Wolf, Reis kocht man eigentlich, bevor man ihn isst. Kurosama. Magst du Süßigkeiten? Ich esse alles. Also isst du auch Süßigkeiten. Gut, ich mache dir etwas Leckeres. Etwas Leckeres? Warte es ab. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich mache dir etwas Leckeres mit dem Reis, den du mir gebracht hast. Etwas. Okay, schauen wir mal. Du brichst auf. Solange. Kurosama. Solange gehen wir mal ganz kurz beim maroden Tempel vorbei, denn wie gesagt, wir haben ja diesen Ring jetzt gefunden. Und vielleicht, ich weiß gerade nicht, ob der Orang-Utan, der Bildhauer, uns da noch was zu sagen hat. Ich müsste auch mal endlich die verdammten Ninjutsus einsetzen. Vor allem das Puppenspieler-Ninjutsu. Das habe ich noch nicht einmal gezeigt. Das ist voll cool eigentlich. Aber wir haben es noch nicht so wirklich gebraucht, ne? Brauchst du etwas? So, Shinobi. Warte, wir können erstmal reden. Ich habe den Weg des Shinobi verlassen. Okay, ist das Gleiche. Ich hätte nicht, bin sie. Dann, pass mal auf. Was ist. Was steht denn hier dazu? Ach nee, das kann Tiere wahnsinnig machen. Okay, ich dachte, das soll sie beruhigen. Okay, das Flötensignal ist mit dem Ring des Unzufriedenen verstärkt, verbraucht Geistembleme, kann Tiere wahnsinnig machen und Erscheinungen Qualen zufügen. Ha, kann man das gegen die Kopflosen verwenden? Auf der Innenseite des Rings ist Eisvogel eingraviert. Der Ruf des Eisvogels war einst am Flussufer im versunkenen Tal zu hören. Jetzt hört man ihn nicht mehr. Okay, ich hatte gerade überlegt, da vielleicht Geld mitzunehmen, aber ich brauche scheinbar noch anderes Zeug, um das richtig hinzukriegen. Wäre irgendwie schön, wenn man hier über die Materialien könnte, damit man wüsste, was das genau ist, aber okay. Dann ich glaube, kaufen kann ich die auch nicht, du ne? Du findest hier jederzeit Zuflucht. Danke, danke. Ich glaube, kaufen kann man die auch nicht. Kann ich nochmal belauschen vielleicht? Also ich konnte ihn ja... Doch, ich konnte sie einmal belauschen, als Emma drin saß, ne?
Da haben wir ja erfahren, dass er Orang-Utan heißt. Ich kann mal ganz kurz nochmal schauen, was er hier verkauft. Vielleicht verkauft er ja etwas von dem Zeug, was ich brauche. Kügelchen. Talerscheinung. Eine Notiz zur Erscheinung im versunkenen Tal. Was ist das denn? Die ist neu, oder? Gucken wir gleich mal. Pass mal auf, dann verkaufe ich mal was. Was haben wir denn hier, was wir nicht mehr brauchen, ey? Ich krieg diese ganzen Konfekte. Ganz ehrlich, ich verkaufe einfach... Wie viel wollte er? 800, ne? Dann verkaufe ich dir einfach einen schweren Geldbeutel und zwei davon. Ich habe nur einen. Okay, dann füllen wir den Rest mit irgendwas anderem auf. Oh, die roten Klumpen sind ganz schön wertvoll. Krass. Gokans Konfekte hier, komm, die brauche ich doch eh niemals. Wie viel brauche ich? 100. So, und dann mal gucken, was meinst du mit Talerscheinungsnotiz? Bis zum nächsten. Lass mich das mal durchlesen, ganz kurz. Wo sind denn die? Hier? Ne, die waren hier irgendwo, ne? Ach Gott, jetzt muss ich sie aber erstmal finden. Talerscheinungsnotiz. Eine Notiz zur Erscheinung im versunkenen Tal. Im Unterschlupf des Wächteraffen des versunkenen Tals wurden Erscheinungen gesichtet. Böse Geister mit vielen Gesichtern. Der alte Unterschlupf des Wächteraffen befindet sich im Grund des versunkenen Tals, unweit des Nebelwalds. Berichten zufolge kann man eine Frau in der Ferne weinen hören. Ach, das ist wahrscheinlich die Frau des Orang-Utans gewesen. Ach, das ist eine Notiz für uns, dass wir wissen, dass wir theoretisch nochmal zum Wächteraffenbau zurück können. Weil der Typ kann halt erst auftauchen, der neue Shichimen-Krieger kann halt erst auftauchen, wenn man den Affen mit der sterblichen Klinge komplett getötet hat. Vorher taucht er halt nicht auf. Und das ist dann wahrscheinlich eine Notiz, sollte man das nicht gemacht haben, dass man da nochmal hin zurückkehren sollte. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Ich dachte, vielleicht reden wir über den Reis, aber nee. Leb wohl, mögen die... Okay, dann gehen wir mal zurück zu Kudo. Vielleicht hat der bei meinem Rumgereise ja den Reis schon fertiggestellt. Er versteht doch Rumgereise. Never mind. Gucken wir mal, was er draus gemacht hat. Er wollte ja eine Süßigkeit draus machen. Ich hoffe mal, dass die Zeit schon gereicht hat. Ansonsten müssen wir es später mal einfach machen. Ja, zumindest steht er da schon mal. Tut mir leid, dass du warten musstest, Wolf. Und jetzt streck deine Hand aus. Kurosama. Süßes Reisbällchen. Ein süßes Reisbällchen, das Kuro mit dem Reis des göttlichen Kindes gemacht hat, gewährt eine langsame mittlere Vitalität und anhaltende Haltungserholung. Einmal, als der Wolf hungerte, reichte ihm sein Vater wortlos ein Reisbällchen. Es war erstaunlich lecker. Dieses ist wahrscheinlich genauso gut. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich besser. Was ist? Süße Klebreisbällchen. Ich habe sie mit dem Reis vom göttlichen Kind gemacht. Iss nur, sei nicht schüchtern. Naja, also... Ein süßes Klebreisbällchen aus dem Reis, den du mir gebracht hast. Iss nur, sei nicht schüchtern. Na gut. Du brichst auf. Wolf, ich... Kurosawa. Sollte ich das tun? Ich weiß nicht. Traust du dich nicht, in meiner Gegenwart zu essen? Das ist in Ordnung. Okay, das wollte ich nur zeigen, das geht nämlich tatsächlich, da antwortet er tatsächlich drauf. So, essen wir mal eins von den süßen Reisbällchen. Ich glaube, er hat mir E2 gemacht. Das ist wirklich gut. Das ist es, das ist es. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Wie war das Reisbällchen? Es hat gut geschmeckt. Das glaube ich dir. Schon als kleiner Junge habe ich gerne Süßigkeiten gemacht. Im Hirata-Anwesen habe ich mich immer in die Küche geschlichen. Vielleicht eröffne ich eines Tages ein Teehaus, wenn ich die Zeit dazu habe. Na klar. Ich sehe, du hast einige der Zutaten. Mach weiter. Okay. Du brichst Können auf, wir dann jetzt nochmal mit dem göttlichen Kind des ewigen Wassers reden, darüber, was Kudo draus gemacht hat? Er hat deinen Reis so viel besser gemacht. Das ist ja auch unfair. Ist ja auch unfair, wenn wir mal ehrlich sind, ne? So, da bin ich wieder. Hin und her gereise hier. Hast du dem göttlichen Erben den Reis gegeben? Ja, er hat Reisbällchen daraus gemacht. Oh, der göttliche Erbe des Drachenerbes, er hat sie selbst gemacht? Ja, und er hat sich viel Mühe damit gegeben.
Ich habe eins probiert. Es war köstlich. Es freut mich, das zu hören. Oh, ich verstehe. Er ist zwar der göttliche Erbe des Drachen, aber er ist immer noch ein Mensch. Was sage ich denn da? Natürlich ist er das. Er hatte sicherlich auch seine Zweifel, die Unsterblichkeit aufzugeben. Dennoch ist das der Weg, den er gewählt hat. Es gibt etwas, das ich dich fragen möchte, Shinobi des göttlichen Erben. Ja? Wie lautet sein Name? Kurosama. Kurosama. Der Name gefällt mir. Ich würde ihn eines Tages gerne kennenlernen. Gucken wir mal, ob das geht. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Es tut mir leid, die Reise du bekommst. Habe ich mir schon fast gedacht. Leb wohl, mögen die... Okay, gucken wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Beim nächsten Mal werden wir aber auf jeden Fall, haben jetzt wieder recht viel geredet, werden wir aber auf jeden Fall nicht beim versunkenen Tal, sondern in den Tiefen von Ashina weitermachen, beim Wächteraffenbau. Ich glaube, das liegt halt in der Nähe von dem versunkenen Tal oder so. Und werden mal gucken, dass wir hier weiterkommen und diese... Okay, ich dachte schon, warum ist das Ding deaktiviert? Ist hier schon wieder ein Gegner? Aber nein, und diesen Duft der Urquelle finden. Aber ob wir das schaffen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao.